Heute erzähle ich dir, wie du mehr Reichweite aus deinem Elektroauto rausholst. Ja, jeder Kilometer zählt. Und zwar funktioniert das am besten durch die sogenannte Rekuperation. Noch nie gehört? Macht nichts, denn in dem Video erzähle ich dir alles Wichtige darüber. Lass uns heute mal direkt mit einer Quizfrage starten. Oh, ich liebe Quiz. Was kann Strom verbrauchen, aber außerdem auch Strom generieren? Na? Genau, ein Elektromotor. Oh yeah. Trittst du auf das Strompedal, treibt der Elektromotor durch die Energie aus dem Akku das Auto an. Das kennt man. Nimmst du aber den Fuß vom Pedal, wird der Elektromotor zum Generator und lädt dann den Akku wieder etwas auf. Das Ganze nennt man Rekuperation. Klingt ganz schön kompliziert, aber bedeutet im Grunde eigentlich nur Rückgewinnung von Energie. Starten wir mit der Frage, wozu dient Rekuperation? Erstmal ein bisschen ganz grundsätzliche Physik. Jedes Mal, wenn du mit deinem Auto bremst, entsteht Energie. Bei einem normalen Wagen ist das einfach Wärme, die an den Bremsscheiben entsteht und die ungenutzt verpufft. Doch total schade. Bei einem Elektroauto, das ja möglichst energiesparend und effizient fahren soll, sieht das aber ganz anders aus. Wenn du den Fuß vom Strompedal nimmst und die Rekuperation angeschaltet ist, dazu übrigens später noch mal mehr, dann wird dein Elektroauto langsamer. Aber deine Reifen drehen sich ja immer noch weiter. Und die dabei frei werdende Energie kann dann wieder in Strom umgewandelt und dann eben in den Akku deines Autos zurückgespeist werden. Und wenn du diese Rückgewinnung gut nutzt, also vorausschauend fährst, dann kannst du die Reichweite deines Elektroautos deutlich erhöhen. Komplett aufladen kannst du deinen Akku mit der Rekuperation nicht, außer du fährst vielleicht lange bergunter. Aber wenn du das System richtig ausnutzt, kannst du bis zu 20% mehr Reichweite aus deinem Elektroauto rausholen. Außerdem muss man dann nur noch selten richtig mit dem Bremspedal bremsen und kann das Elektroauto, wenn es die Situation zulässt, mit nur einem Pedal bedienen. Eigentlich wie im Autoscooter. Kleine Info noch am Rande, Hybridfahrzeuge nutzen übrigens auch Rekuperation. Bei den sogenannten Vollhybriden, die nicht an einem Ladepunkt geladen werden können, wird sogar die komplette Energie zum elektrischen Fahren durch die Rückgewinnung erzeugt. Und jetzt wissen wir schon mal, wofür Rekuperation gut ist, aber wir müssen dringend mal die Frage klären, wie funktioniert eigentlich Rekuperation? So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Die Rekuperation kann in einigen Elektroautomodellen direkt oder über den jeweiligen Fahrmodus reguliert werden. Du kannst also die Rekuperation auch ganz ausschalten. Dann rollt das Fahrzeug ganz normal aus, sobald du den Fuß vom Strompedal nimmst. Wenn du dagegen die höchste Stufe wählst, dann musst du dank des Widerstandes der Rekuperation kaum noch bremsen. Gut, das war jetzt etwas dramatisch dargestellt. So heftig merkst du das automatische Abbremsen deines Elektroautos natürlich nicht. Ist ja dann keine Vollbremsung. Aber genau das ist eben die Rekuperation. Oder etwas technischer ausgedrückt, die Räder deines Elektroautos übertragen Bewegungsenergie über den Antriebsstrang bis zum Motor. Und dieser arbeitet dann im Generatorbetrieb und erzeugt durch den elektromotorischen Widerstand Strom und bremst das Auto gleichzeitig ab. Den auf diese Weise erzeugten Strom kannst du übrigens direkt wieder zum Beschleunigen nutzen. Ganz schön smart, diese Energierückgewinnung im Elektroauto. Aber das war noch nicht alles, denn es gibt noch weitere praktische Beispiele für Rekuperation. Eigentlich verrückt, dass wir diese wertvolle Energie bisher wenig genutzt haben. Dabei ist die Rekuperation im Grunde genommen schon fast ein alter Hut. Elektrische Lokomotiven verwenden seit rund 100 Jahren schon eine sogenannte Nutzbremse. Und auch Oberleitungsbusse speisen die beim Bremsen entstehende Energie zurück in die Oberleitung. Übrigens arbeitet auch in einem normalen Verbrennungsmotor ein Rekuperationssystem. Und zwar die Lichtmaschine, die bei laufendem Motor Strom für die Starterbatterie erzeugt. Energierückgewinnung gibt es übrigens auch noch in ganz anderen Bereichen. So kann die Wärmeenergie heißer Abgase auch über Wärmetauscher wieder zurückgewonnen und gespeichert werden. Zum Beispiel in Heizungsanlagen, Lüftungen oder auch Fabriken. Mein Fazit:
Wie gesagt, die Rekuperation ist keine neue Erfindung. Aber beim Elektroauto zeigt sie mal so richtig gut, was sie kann. Denn schließlich kitzelst du damit nicht nur deutlich mehr Reichweite aus deinem Akku heraus, sondern du tust auch noch gleich in doppelter Hinsicht was Gutes für die Umwelt. Du musst nicht nur selten an die Ladesäule, sondern belastest die Umwelt auch mit deutlich weniger Feinstaub. Das nennt man wohl eine Win-Win-Situation. Tja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, du hast jetzt beim Thema Rekuperation den vollen Durchblick. Falls nicht, hinterlass uns einfach einen Kommentar unten in der Kommentarbox. Ansonsten lass uns auch bitte gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und nicht vergessen, beim Abonnieren die Glocke zu drücken, denn dann verpasst du keine neue Folge mehr. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Selten richtig mit dem Gas, Bremsen. Ganz schön smart, diese Energie. Das war blöd, sorry. Energierückerinnerung. Bam! Oh yeah.